Minecraft Seeds sind mit die interessantesten Sachen überhaupt. Man denkt, man hat schon alles gesehen in Minecraft und trotzdem schaffen es diese Seeds mit ihrer Generierung natürlich immer wieder für Erstaunen zu sorgen und so können sich richtig krasse Sachen zusammensetzen. Also falls ihr keine Lust mehr habt auf die langweiligen Survival Seeds und irgendwie random eine Welt zu starten und stattdessen richtig krasse, anspruchsvolle und wirklich unglaubliche Seeds haben zu wollen, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Für euch gibt es heute die unglaublichsten Seeds in Minecraft. Startschwierigkeiten sind in Minecraft eigentlich relativ normal, aber wenn du diesen Seed jetzt gerade startest, dann sollte dir auffallen, dass eine Startschwierigkeit nichts hingegen zu diesem Seed hier ist. Du spawnst nämlich direkt, und zwar direkt in einer Ancient City, zwar auch genau in der Mitte und kannst dir hier eine Kiste abholen, aber bei unserem Glück haben wir einfach nur einen Goldapfel dran. Und ich glaube, der kann dich auch nicht mehr retten. Von einem der schlechtesten Starts, die du haben kannst in Minecraft, zu einem der besten. Dieser Seed in der 1.17 macht es möglich, dass wenn du in einer Welt spawnst, nicht nur direkt ein Dorf am Anfang deiner Welt haben solltest, so wie wir es jetzt sehen werden. Zack, wir spawnen direkt in einem Dorf. Wo ist es? Hier ist es, und zwar ein Wüstendorf. Des Weiteren hast du nicht nur hier ganz normale Kisten, wo direkt Diamanten drin sind und zum Beispiel ein Goldapfel, das ist jetzt nicht so das Wahre vom Ei, was wir jetzt hier haben wollen, sondern wir haben gleichzeitig noch einen Spawner, einen zweiten Spawner, einen dritten Spawner und einen vierten Spawner direkt offengelegt an unserem Dorf. Das heißt also, das wird wahrscheinlich die einfachste XP- und Level-Farm, die man je machen konnte. Ist da hinten noch einer? Warte mal ganz kurz. Ne, okay, hier ist keiner mehr. Aber definitiv einer der besten Starts, die ihr haben könnt, denn was gibt es Besseres als eine absolut einfache Item- und Level-Farm direkt am Anfang und das Ganze ohne irgendwie sich anstrengen zu müssen, oder? Das Ganze sind allerdings Cave-Spidern, also packt euch vielleicht noch eine Milch mit ein. Bewegen wir uns zurück in die Version 1.19 und gucken uns einfach mal diesen Seed an, dann haben wir auch wieder was richtig Cooles, was wir uns anschauen können. Und ich versichere euch, ihr habt sowas in eurem Leben noch nie gesehen. Ich muss zugeben, ich auch nicht. Als allererstes spawnen wir hier auf so einer ganz normalen Insel, also ziemlich unspektakulär. Doch fliegen wir von unserem Spawn einfach mal ein wenig aufs Meer heraus, dann werden wir gleich Folgendes sehen und da hinten sehen wir schon ein bisschen. Und zwar haben wir als allererstes eine Mushroom-Insel, aber keine gewöhnliche. Normalerweise sind Mushroom-Inseln ja einfach nur Sachen, die hier im Deep Ocean liegen und einfach komplett umgeben sind vom Wasser. Ist in dem Fall auch so und man hat vielleicht auch schon Seeds gesehen, wo das Ganze angeschlossen ist am Festland. Aber was ihr garantiert nicht gesehen habt, ist so etwas hier. Wartet ab, ich werde mal einfach die Sichtweite ein wenig hochstellen bzw. rendern lassen. Dann werdet ihr sehen, dass wir hier in der Mitte von einer riesigen Mushroom-Insel einen See haben, der komplett umrandet ist und in der Mitte befindet sich einfach ein Ocean Monument. Also diese Insel an sich ist schon gewaltig, hat nochmal so ein Eisberg-Biom drumherum, aber ist auch egal. Aber hier in der Mitte ist ein riesiger See mit einem Ocean Monument. Ich meine, habt ihr sowas schon mal gesehen? Gucken wir uns jetzt in der 1.18 einfach mal diesen Seed hier an, werden wir gleich was sehen. Das habe ich so auch noch nie gesehen, wirklich. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Achso, übrigens, falls euch das Format gefällt, einfach ein Abo da lassen, damit ihr den nächsten Teil von dieser Serie nicht verpassen könnt. Ist nur ein Klick für euch und für mich eine große Unterstützung. Und vor allen Dingen, lasst mir ein Like da, damit ich direkt sehe, dass ich einen weiteren Teil aufnehmen soll. Und vor allen Dingen, schreibt mir mal in die Kommentare, was war denn das Krasseste, was ihr in der Minecraft-Welt hattet. Würde mich ja mal interessieren. Also, ich hatte gerade mal 3 Pyramiden, die direkt nebeneinander standen. Also, mehr hatte ich nicht. Naja, teleportieren wir uns auf diesen Seed einfach mal in diese Koordinaten rein. Dann werden wir gleich Folgendes sehen. Und zwar nicht nur, dass wir in einer Lush Cave sind, die wunderschön aussieht, sondern dass wir einen, ja, Desert Temple, also eine Pyramide hier mitten in einer Cave haben. Ich wusste nicht, dass das geht, weil ich dachte immer, man braucht direkten Kontakt nach oben und ich denke mal, dass man hier, ja genau, hier wird dieser direkte Kontakt nach oben zum Himmel wahrscheinlich generiert und genau deswegen könnt hier auch so eine Struktur spawnen. Also mega interessant, wir können mal gucken, was wir hier unten drin haben. Naja, das ist jetzt natürlich doof gelaufen. Naja, aber auch hier eine wunderschöne Cave noch nebenan, die bis nach ganz unten geht mit Minenschacht und alles drum und dran. Also an sich ein super schöner Seed. Habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Und wir haben hier Diamanten ohne Ende. Hier sind welche, hier sind wieder welche. Es ist der Wahnsinn. Hier ist einer. Es ist wirklich alles voll mit Diamanten. Egal wohin man guckt, ist der Wahnsinn. Definitiv ein guter Seed. Reisen wir ein wenig in der Zeit zurück und zwar in die 1.16 und starten einfach mal diesen Seed, dann werden wir auch gleich was richtig Cooles sehen. Und zwar nämlich so etwas hier. Einen Dschungeltempel in Kombination mit einem Rune Portal. Und das Komische ist vor allen Dingen auch, dass Rune Portal an sich erstmal überfleckt ist hier noch mit irgendwelchen Leaves und vor allen Dingen so aufgebaut ist, dass es nicht hochkant steht, sondern eher auf dem Boden liegt. Weil normalerweise kennen wir es ja, wenn wir einen Rune Portal haben, haben wir ja eher mehr so eine Struktur. Diese ist hier allerdings voll ausgeblieben und wir haben aber eine Menge
an Obsidian, so dass wir theoretisch mit ein paar Dias direkt ein Portal machen könnten. Dadurch, dass das Rune Portal natürlich hier alles zerfetzt, dadurch, dass es auch gespawnt wird, warum auch immer das der Fall ist, entsteht halt eben ein Riesenloch hier komplett in diesem Dschungeltempel und trotzdem sieht es irgendwie cool aus, aber es entwirft irgendwie eine komplett neue Struktur, die es bisher noch nicht gab. Gehen wir einfach mal in die 1.18 und öffnen einfach mal diesen Seed, dann werden wir auch gleich wieder Folgendes sehen. Wir spawnen hier erstmal sehr gediegen am Strand, also nichts Außergewöhnliches oder so. Fliegen wir jetzt einfach mal in diese Richtung, haben wir auch hier direkt am Spawn eine Woodland Mansion. Doch das Besondere ist jetzt nicht die Woodland Mansion an sich, sondern die Kombination. Denn es liegt mitten in einem Dschungel und wie ihr eben schon gesehen habt, haben wir hier Strukturen drauf. Und zwar zwei Stück einfach. Und zwar einmal ein Dschungeltempel aus diesem Dschungelbiom und einmal einen Hexenhaushalt einfach aus diesem Swamp, also aus diesem Sumpfbiom. Und diese Wahrscheinlichkeit ist so unglaublich gering, dass all das direkt aufeinander generiert und nicht ineinander zerstört wird. Wir haben eben gesehen beim Rune Portal, dass es hier drin generiert worden und ist direkt so generiert worden, dass hier vom Dschungeltempel einige Sachen kaputt gegangen sind. Aber hier sind sie perfekt aufeinander und keine der Strukturen wurde irgendwie beschädigt. Und das ist so unglaublich selten. Auch perfekt so nebeneinander, dass hier die Grenze ist zwischen diesen Biomen und beide Sachen können spawnen mit der Woodland Mansion zusammen, mit dem Zauberwald. Drei Biome generieren zusammen und es schaffen alle an derselben Stelle eine Struktur. Und das ist der absolute Wahnsinn, habe ich so noch nicht gesehen. Gehen wir wieder in die 1.16 und werden einfach mal diesen Seed eingeben, dann werden wir etwas sehen, was wir so wahrscheinlich in der Form noch nie gesehen haben. Und zwar etwas, was uns extrem, extrem krass weiterhilft. Erstmal spawnen wir ganz normal, hier alles sehr unscheinbar, etc. Aber was wir machen, ist eigentlich relativ simpel, denn wir müssen uns einmal den Stronghold suchen. Wenn wir das getan haben, ist gar nicht so weit weg, 1700 Blöcke, dann werden wir einfach mal unter die Erde gehen. Und sobald wir das tun, sollte uns eigentlich was auffallen, sobald wir das Enderportal sehen. Denn, wie soll ich sagen, also, ja, denn dieses Enderportal ist geglitscht. Das liegt daran, dass die beiden Chunk Borders direkt aneinander schließen und hier das bereits generiert ist. Und dementsprechend davon ausgegangen wird, dass hier der Rest auch bereits mit Enderaugen befüllt ist. Was allerdings nicht der Fall ist. Dementsprechend sehr interessant und es funktioniert auch. Wenn wir reingehen, sollten wir nämlich auch genau hier im Endspawn ganz normal und können ganz normal den Drachen besiegen, wie sonst auch. Also in dem Fall macht das jetzt keinen Unterschied. Geht man in die 1.19 und öffnet diesen Seed, dann spawnt man genau hier. Im ersten Moment gar nicht so schlecht, aber ja, was soll ich euch erzählen? Was ist das Besondere an diesem Seed? Und zwar ist es die Möglichkeit, und zwar haben wir jetzt hier nicht nur eine der größten Caves, die ich hier gesehen habe, und Rune Portal, sondern das Besondere ist eigentlich, dass wir hier an dem, ja, seltensten Tod überhaupt sterben können, und zwar im Void. Und zwar nicht in diesem End-Void, sondern in dem Overworld-Void. Denn hier zum Beispiel, seht ihr, denn ihr werdet sehen, dass wenn ihr euch hier irgendwo runtergrabt, dass wir hier die Möglichkeit haben, bis nach unten zu kommen mit Netherrack. Und irgendwo wird nämlich, wird man sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel runtergehe einfach und mich durchbagge hier, dann seht ihr, dass hier ein Block ist mit Netherrack. Das heißt, man hat hier legal, beziehungsweise im Survival-Modus, die Möglichkeit, unters Void zu kommen. Das heißt also hier, das müsste der gewesen sein, glaube ich, der führt nämlich bis hier unten unters Bedrock. Und das habe ich bereits bei keinem natürlich ausgewählten Seed bisher gesehen. Eines der seltensten Sachen, die man je in Minecraft gefunden hat. Öffnet man diesen Seed in der 1.19 und geht direkt an den Spawn, dann wird man Folgendes sehen. Und zwar, dass man hier die höchstgelegenste Minecraft-Mansion hat, die man in Minecraft bekommen kann. Beziehungsweise, das ist die höchste, die je gefunden wurde, denn sie geht bis zum maximalen Baulimit hoch. Und zwar so hoch, dass ich von hier wahrscheinlich nicht mal den Grund sehen kann. Nee, kann ich nicht. Ein Riesenklotz, der einfach hier direkt am Spawn generiert worden ist. Ma, tut sich vielleicht gar nicht so schlecht als Base. Hier in der Base und da, ja, das Lagersystem. Eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Für die ganz treuen Zuschauer, die bis hierhin geguckt haben, habe ich mir natürlich auch noch was einfallen lassen. Und zwar habe ich mir nämlich noch einen der stärksten Seed bis hierhin aufgehoben. Und zwar haben wir hier nämlich 5 Dschungelpyramiden direkt in einem kleinen Dschungelbiom. Also unglaublich selten, so noch nie gesehen. Und der Zuschauer, der mir hier die korrekte Version reinschickt, der wird von mir in diesem Video angepinnt. Und ja Leute, das waren die Seeds, die ich vorbereitet habe. Ich habe noch so viel krassere im Petto. Also für einen weiteren Teil einfach ein Abo da lassen, um den nicht zu verpassen. Und zeigt es mir mit einem Like, dass ich direkt den zweiten Teil aufnehmen soll. Lasst ein Abo da, ist für euch nur ein Klick und für mich eine sehr große Unterstützung. Schreibt in die Kommentare, was war das krasseste, was ihr in Minecraft hattet. Würde mich hammer interessieren. Mein Name ist Flash und ich wünsche euch noch einen sehr angenehmen Tag.